Ja, hi, herzlich willkommen zurück hier bei Erben der Erde. Es geht endlich weiter. Wir sind immer noch auf der Suche nach der Sturmkugel, die ja angeblich wir selber geklaut haben sollen. Dass wir das nicht getan haben, wissen wir natürlich. Die Frage ist, wer hat es getan? Und ja, ich muss zugeben, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das jetzt hier gespielt habe. Und als ich gerade hier das so gestartet habe, dachte ich, oh, das ist bei einem Blind-Let's Play vielleicht ein bisschen blöd, weil ich jetzt kaum noch was weiß. Ich weiß, wir wollten irgendwie an Gips kommen, was hier im Dorf verkauft wird, weil es hier einen Abdruck gab. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht ganz viele Sachen hier schon vergessen. Aber gut, ich hoffe, ihr seid einfach ein bisschen nachsichtig mit mir. Wenn ich hier jetzt ganz blöde Fehler mache oder irgendwelche Sachen vergessen habe, ihr dürft mir gerne auch ein paar Tipps in den Kommentaren geben. Solange ihr mir da jetzt keine komplette Komplettlösung reinschreibt, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe auch gedacht, hier bei den Ratten, wo ich mich so verlaufen habe, es war ein bisschen frustrierend. Ich habe ja nicht nachgeguckt, aber ich könnte mir vorstellen, da habe ich irgendwelche wichtigen Sachen vergessen. Wenn das so war und ihr kennt das Spiel, könnt ihr mir gerne noch einen kleinen Hinweis geben, dass ich da nochmal nachgucken soll. Ansonsten würde ich damit jetzt erstmal einen Moment warten. So, aber nichtsdestotrotz, jetzt geht's hier erstmal weiter. Und ich weiß noch, hier gab es ein Haus, von dem wir nicht wissen, was drin ist, weil wir noch nie da waren. Und da gehen wir doch jetzt erstmal hin und schauen uns da mal um. Vielleicht wohnt da ja der große böse Wolf, ich weiß es nicht. Aha, Tychos Haus. Wer auch immer Tycho ist, das sieht aus wie ein Leuchtturm. Oder sowas. Was sagen denn meine Kollegen dazu? Ich denke, es könnte jemand zu Hause sein. Ja, denke ich auch. Licht ist ja an. Lasst uns diesem Haus einen Besuch abstatten. Gut, dann sind wir uns ja einig. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Ne, hier ist nur der Pfad zurück. Ich kann hier auch keinen Mond anheulen oder so. Okay. Dann gehen wir doch mal Hallo sagen. Hallo. Wir sind in der Hoffnung zum Immerberg gekommen, dass wir vielleicht einen Blick auf die Wildnis werfen können. Und dass wir vielleicht eine Idee bekommen, wohin wir reisen sollten. Freut mich, euch kennenzulernen. Mein Name ist Taiko Nordpfot. Aha. Und wer bist du? Erzähl uns von dir selbst. Wie kommt es, dass du hier am Rande der Wildnis lebst? Ich wurde als Mitglied des Hundestammes geboren und als Jäger erzogen. Jedoch wurde meine Karriere sehr früh abgebrochen. Nun, ich leide unter Heuschnupfen, was nicht nur meinen Geruchssinn schwächt. Auf der Jagd neigte mein Niesen dazu, die Beute zu alarmieren. Oh nö. Schon bald war ich eine ziemliche Schande für die Jagdgruppe. Oh, das tut mir leid. Das muss sehr schwer für dich gewesen sein. Nicht wirklich. Ja, die anderen Mitglieder des Stammes verbannten mich bald darauf. Aber ich war sowieso nie ein echter Jäger. Ich war nicht mit dem Herzen dabei. Die Sterne interessierten mich viel mehr. Ich mochte es, auf dem Rücken zu liegen und in den frühen Morgenstunden die Sterne zu beobachten. Ich kartografierte ihre Wege über den Himmel und studierte sie, bis ich jeden einzelnen kannte. So beschloss ich, ein Astronom zu werden. Aha. Ja, das mit dem Heustupfen kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch immer am Schniefeln und Schnüffeln, wenn der Frühling losgeht. Ein guter Jäger wäre ich wahrscheinlich auch nicht geworden. Was hat dich zum Immerberg geführt? Der damalige König der Hunde, Rex, hatte für Astronomie keine Verwendung. Er meinte, das sei Zeitverschwendung. Und sein Hauptinteresse galt der Jagd. Nachdem ich also verbannt worden war, suchte ich mir den höchsten Berg, von dem aus ich die Sterne beobachten konnte. Und das war hier der Immerberg. Was fandest du hier vor, als du hier ankamst? Ich fand dieses Haus hier vor. Nur das Haus? Ach. Sonst nichts? Oh doch, hier waren viele andere Dinge. Was für Dinge? Geräte zum Beobachten der Sterne. Ich nenne sie Lichtfänger. Ich glaube, dass sie von den Menschen zurückgelassen wurden, als sie zu den Wolken aufstiegen. Das glaube ich auch.
Aber hä? Und du glaubst, Wolken? Dass diese Menschen wirklich zu den Wolken aufstiegen? Ich glaube sogar, dass sie bis zum Mond aufstiegen. Was? Aha. Das Bild, das wir auf dem Mond sehen, ist immerhin das Gesicht eines Menschen. Ich glaube, dass sie es dort eingemeißelt haben, damit wir wissen, dass sie uns immer beobachten. Auf ja? uns aufpassen und für uns sorgen. Ja. Irgendwann werden sie zurückkehren. Und wann wird das sein? Wenn wir gut genug sind. Wenn wir genug gelernt haben. Wenn wir uns nicht mehr untereinander bekämpfen und gelernt haben, in Frieden zu leben. Erst dann werden wir würdig sein. Das kann ich kaum glauben. Und woran glaubst du sonst, mein junger Freund? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ah. Ja, genau. Die tollen, lieben Menschen kommen erst wieder, wenn die Völker der Erde untereinander Frieden herrschen, weil das bei den Menschen ja immer so gut funktioniert hat. ja. Weshalb glaubst du, dass sie von den Menschen stammen? Die Technologie der Geräte überschreitet unsere Umlängen. Mhm. Das kann wohl sein. Übrigens, also mit Wolf war ich jetzt ja gar nicht so weit weg, ne? Hund ist ja immerhin verwandt. Das ist natürlich alles sehr interessant, aber es gibt noch andere Dinge, die wir besprechen wollen. Genau. So. Lichtfänger, da fragen wir auch gleich mal nach. Wir fragen hier natürlich alles nach. Du hast von hier aus einen hervorragenden Ausblick. Hattest du viel Gelegenheit, die Wildnis zu beobachten? Ja, die hatte ich. Ich habe von einigen Teilen sogar Karten angefertigt. Oh, tatsächlich? Wie interessant. Ich bin Astronom und Kartograf. Kartograf? Ein Kartenmacher. Unser neuer Freund ist ein Kartenmacher. Hey, cool. Und er ist schon ein Freund. Voll gut. Vielleicht kannst du uns etwas über die Wildnis erzählen. Ich werde euch erzählen, was ich über die Wildnis weiß. Sie ist ein gefährlicher Ort. Sie ist aber ebenfalls ein sehr anziehender Ort. Dort gibt es bösartige Stämme, gefährliche Terrains und streunende Reptilien. Sie ist ein Land von großer Schönheit und Kraft. Das klingt wahrlich nach einem wundersamen Ort. Ich könnte genauso gut die erforschten Länder beschreiben. Aber das klingt so anders. In bestimmter Weise ist die Wildnis völlig anders als das erforschte Land. Ach, in was? Anderer Weise sind sie sich sehr gleich. Mhm. Bist du jemals selbst in der Wildnis gewesen? Nein, das bin ich nicht. Mit meinem, eingeschränkten Geruchssinn bin ich in der Wildnis nicht gut aufgehoben. Jedoch treffe ich hin und wieder auf einen Reisenden, der durch die Wildnis gezogen ist. Und komme so an Informationen. Mhm. Viele fürchten die Wildnis und sagen, dass sie voller unaussprechlicher Gefahren sei. Das ist jedoch nur die Furcht vor dem Unbekannten. Wenn du das Unbekannte erforschst, können deine Ängste keine Wurzeln fassen. Kannst du uns einen Rat für unsere Reise geben? Haltet all eure Sinne beisammen, insbesondere den siebten. Ihr werdet sie brauchen. Mhm. Super Rat. Wie viel von der Wildnis kann man vom Berg aus sehen? Das ist schwer zu sagen. Ich konnte mehr sehen, als ich noch meinen Lichtfänger hatte. Und ich habe niemals jemanden getroffen, der es bis zur anderen Seite und wieder zurückgeschafft hat. Mhm. Der Lichtfänger ist also weg? Ja, die Wildnis ist ein faszinierender Ort. Aber es gibt noch andere Dinge zu besprechen. So, das hatten wir jetzt. Also... Was ist denn ein Lichtfänger? Du erwähntest etwas namens Lichtfänger. Was ist das? Ah, mein Lichtfänger. Das ist ein Gerät, das ich hier im Haus fand. Er lässt Objekte, die weit weg sind, aussehen, als seien sie ganz nah. Hm. Er lässt die Sterne so nah aussehen, dass du fast danach greifen kannst. Er lässt den Mond aussehen, als sei er direkt vor dir. Was für ein wunderbares Gerät! Können wir ihn sehen? Ich zeige ihn euch gerne, doch ist er leider kaputt. Hm. Vor etwa 8 Monaten lag er auf meinem Tisch.
Dann blies ein starker Wind durch das Fenster und pustete alle Blätter und den Lichtfänger auf dem Boden. Ein Teil davon zerbrach. Und seitdem funktioniert er nicht mehr. Es ärgert mich noch immer, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Okay, wir brauchen da bestimmt eine Linse oder sowas. Welcher Teil ist zerbrochen? Dieser kleine, runde, durchsichtige Teil. Siehste? Er ist in zwei gebrochen. Und du konntest ihn nicht reparieren? Ich fürchte, nein. Das ist sehr schade. Solch ein Gerät wäre bei unserer Suche sehr hilfreich. Da gab's doch diesen Glasmacher, oder? Bei den Wieseln. Oder nicht? Wir würden gerne noch etwas anderes besprechen. Fahre fort. Wie kamst du dazu, diese Karten anzufertigen? Von diesem günstigen Standpunkt hier auf dem Berg konnte ich mit meinem Lichtfänger auch die Wildnis beobachten. Ich sah die Hügel und die Täler. Wenn irgendwo dichte Vegetation war, musste Wasser in der Nähe sein. Wenn die Vegetation einen Kreis einschloss, dann war es ein See. Wenn sie sich schmal in die Länge zog, dann war es ein Fluss. Das macht Sinn. Wenn ich in der Nacht ein Feuer sah, dann musste dies ein Lager oder ein Dorf sein. Die Größe des Feuers und die Regelmäßigkeit seines Auftretens verriet mir, was von den beiden es war. Vielleicht würdest du uns ja deine Karte leihen? Wir brauchen keine Karte, solange wir nicht wissen, wohin genau wir eigentlich wollen. Das mag wohl richtig sein. Ja, das stimmt. Mensch. Na gut. Dann haben wir jetzt hier, glaube ich, alles erledigt. Wir machen uns auf den Weg. Viel Glück. Danke. So, können wir uns jetzt hier... Kerze, die lacht mich hier die ganze Zeit schon irgendwie an. Wenn jeder nur eine kleine Kerze anzünden würde, dann wären das ganz schön viele Kerzen. Genau, ja, das stimmt. Nicht nötig, ich sehe genug. Ich brauche das, um einen Lichtfänger aufzustellen. Ja, kann ich dir das klauen? Das kann ich nicht aufnehmen. Dieser Stuhl ist wie ein alter Freund. Aber nicht sehr gesprächig, dein Freund. Was für eine wundersame Maschine dieses Universum doch ist. Das wäre ziemlich neugierig. Ja? Das wäre ziemlich neugierig. Ja, ganz genau. Taiho würde das nicht mögen. Was bedeutet das alles? Das ist es, was passiert, wenn wir eine Finsternis haben. Ah, jetzt erkenne ich das. Okay, ja. Ich dachte hier, das wäre ein Teleskop. Aber klar, das ist eine Finsternis, ja. Die Erde sieht so klein aus. Stelle dir vor, wie klein wir im Verhältnis zur Erde sind. Es gibt kaum etwas Gemütlicheres als einen Kamin. Die Wärme tut gut. Ja? Na toll, dann haben wir jetzt einen Eimer mit warmem Wasser. Du kennst dich aber nicht mit Wappen Bitte aus. Bitte behalte es. Ja, ich kann das nicht gebrauchen. Okay, gut. Wolfskopfwappen. Haben wir irgendwo schon mal so ein Wappen gesehen? Ich weiß es nicht. So, der gibt uns jetzt hier aber auch nicht die kaputten Sachen irgendwie mit, ne? Komme ich hier irgendwo weiter? Ich würde eigentlich gern die kaputte Linse mitnehmen. Damit ich das den Frettchen geben kann. Aber hier ist ja so jetzt auch erstmal. Ich mag diese hochgelegenen Orte. Ja. Ich werde mich bestimmt nicht an all die Dinge erinnern können, die er uns erzählt hat. Ja, das ist auch mein Problem. Zumindest, wenn ich wieder eine längere Pause mache. Naja. Okay. Machen wir uns auf den Weg und gehen nochmal woanders hin.